Moin Freunde, Shanty, hier ist GTV und wir kommen heute zu einem Getränk. Und zwar nennt sich das Ganze Baikal. Ist wohl was Russisches, ist definitiv irgendwas Russisches auch draufgedruckt. Wir haben es hier aber auch nochmal auf Deutsch. Habe ich im Netto gefunden, noch nie getrunken. Es ist Tigerwurzelextrakt drin, Schwarzteeextrakt und ist in Russland hergestellt worden. Ein russisches Kultgetränk mit Kräuter- und Zitronengeschmack. Es enthält Kohlensäure und ist nach traditioneller Originalrezeptur gemischt worden, zubereitet worden, wie auch immer. Wir holen uns mal ein Glas, dass wir auch mal sehen, wie das aussieht, farblich. Und ja, das ist Baikal, Freunde. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Was zur Hölle ist das? Vor allem, wie schmeckt's? Das werden wir jetzt rausfinden. Freunde der Sonne, darf ich präsentieren Baikal. Looks a little bit dark. Kräutergetränk mit. Leck mich am Arsch. Riecht wie Cola mit Spülmittel. Echt jetzt, das riecht immer, als meine Mutter damals das Bad gewischt hat, zu Hause bei uns. So hat das auch immer gerochen. Das riecht wirklich so, es riecht wie Badreiniger oder so. Ja. Ein Tick Cola. Also es riecht nach einem Tick Cola mit Badreiniger. Ich kann es nicht anders definieren. Zitrönchen. Wir gönnen. Also es schmeckt nicht scheiße, aber es ist undefinierbar. Nach was schmeckt's? Das schmeckt wie Jägermeister! Ohne Prozente, aber. Das, meine Freunde, das ist alkoholfreier Jägermeister! Mit Kohlensäure. Und ein Schuss Zitrone. Das ist ein russisches Kaltgetränk. Oder ein russisches Kultgetränk auch, Kaltgetränk kann man ja auch sagen. Aber die Russen trinken eher Wodka. Ich hätte jetzt gesagt, man hat das vielleicht so zum Frühstück getrunken, weil man sich schon eingestellt hat auf den Nachmittag, weil es da immer viel Suff gab. Aber die haben ja Wodka getrunken und kein Kräuter. Oder die haben das eben, die haben den Kräuter eben, ja, wie soll ich sagen, als Alternative zur Cola genommen und haben sich gesagt, Diggi, wir sind eigentlich nur am Saufen. Lass auch mal das Kräutergetränk, was man in Deutschland mit Suff trinkt, sozusagen mit Prozenten, lass das bei uns, ja, wie soll ich sagen, lass es bei uns als alkoholfreies rausbringen. Das ist, glaube ich, der Sinn dahinter. Und das haben sie gut umgesetzt. Also schmeckt echt gut, ohne Scheiß. Wenn ich das finde, Freunde, ballere ich euch das mal in die Videos. Was war das denn? Habt ihr das gehört? Bestimmt mein Küchengarten, wo die ganzen Flaschen drin liegen. So, Freunde. Das schmeckt übel geil. Gefunden im Netto. Ich weiß nicht, ob es das online gibt. Keine Ahnung, ich werde mich mal erkundigen. 25 Cent Pfand gibt's. Es schmeckt richtig gut. Schmeckt besser als Cola. Also ist mal was anderes. Ja, wer Cola säuft, das ist immer dasselbe, immer dieselbe Scheiße. Man muss auch mal Abwechslung drin haben, weil da musst du flexibel sein. Das ist mega lecker. Jägermeister! Mit winzigen Schuss Zitrone. Geil, Alter. Absolute Empfehlung. 5 von 5 Shane Chillers für die Suppe hier. Und ich sage Dankeschön fürs Einschalten. Wunderschön, dass ihr dabei wart und auf Wiedersehen.